Die Seele ist die Brücke, die zur Unsterblichkeit führt. Worte des Dichters Rabindranath Tagore, den er sein Leben lang verehrt hat, Ulrich Swilms, genannt Ed, kenne ich nicht, denkt wohl mancher bei seinem Namen, bis er seine unsterblichen Kompositionen hört, von denen eine hier ganz zart erklingt. Als Karat-Keyboarder stand Ed Swilms nie im Mittelpunkt. Diesen Platz überließ er gern seiner Musik. Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Kirchheit ist das Herz der Seele. Ein ganz besonderer Mensch, ein begabter Mensch, hochmusikalisch, der in meinen Erinnerungen bleibt. Ja, für mich ist er der kreativste, der genialste Komponist von Popmusik in unserem Land. War wie das Kraut in Wald und Feld, ah, hier wuchs ich auf. Ich habe Ed als einen ungeheuer kreativen Menschen kennengelernt, als einen liebenswerten Menschen und manches Mal auch durchaus unbequem. Aber in der Band war er schon der Pol, um den sich alles drehte. Der erste wichtige Punkt sind eigentlich die Alexanders, seine erste Profiband. Da habe ich hier auch eine Eintrittskarte noch aus dem Jahr 1970. Es ist deswegen wichtig, weil er dort tatsächlich auf Herbert und auf Henning Protzmann gestoßen ist. Und auch seine erste Komposition, Kloster Korin, stammt aus dieser Zeit mit den Alexanders. Sein Spitzname Ed stammt aus der Zeit bei den Alexanders. Er hat damals einen Flügel gespielt. Und zwar stand da drauf Edition Seiler. Und von diesem Edition, das war abgekürzt mit Ed, Ed Seiler, daher kommt das Ed Swilms. Ich erinnere mich gut. Das war jemand, der sich nicht hingesetzt hat und ein Vielschreiber war, sondern der hat einfach gearbeitet und war auch sehr selbstkritisch, ehe er was in die Band reinbrachte. Und er hat immer ganz viele Feinheiten eingebaut und auch kleine Überraschungen. Und man kann jeden Song 100-mal hören, ohne dass es einem langweilig wird. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Er war dann mit dem Lied nicht zufrieden, so richtig. Vor allen Dingen mit der Aufnahme. Das muss wohl morgens um 21:30 aufgenommen worden sein. In der Nacht ist es ja. Mit einem Übertragungswagen. Ja. Und technisch war er nicht so richtig zufrieden. Die Stimme von Herbert Reilich klang so ein bisschen weich. Aber da merkt man doch wieder seine Detailverliebtheit. Und dass er auch schwer zufriedenzustellen war und auch selbst nicht geruht hat, bis er es perfekt hinbekommen hat, so einen Song zu komponieren, zu schreiben. Über sieben Brücken musst du gehen.
dann kam der Blaue Planet. Ja. Das war dann eine Wende. Dann wurde es wieder wesentlich rockiger, poppiger, womit sie dann ja auch die größten Erfolge gefeiert haben, die meisten Platten verkauft haben. Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen. Ich halte gerade heute und in der aktuellen Situation den Blauen Planeten für ein geniales Werk. Nicht? Weil bedauerlich ist es nur in dem Zusammenhang zu sagen, dass sich eigentlich auf der Welt nichts geändert hat. Nicht? Und mit dieser Eindringlichkeit der Musik und des Textes und all dieser Stimmungen kann man es nicht besser machen. Dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das Letzte sein. Als Künstler ist es der größte Preis, den man bekommen kann, wenn man von seinen Zuhörern geliebt wird. Und das haben die geschafft. Nicht? Das haben sie geschafft in Ost und West. Und das ist das Besondere daran. Nicht? Das zeigt eigentlich auch, dass eben Musik über Grenzen hinweg geht. Ich habe Ed Wilms, ich wohnte damals in seiner Nähe, mal getroffen. Und er sagte zu mir, Mensch, Waltusch, das war so ein Spitzname für mich, aber nur in der Band. Ach, das ist schön, dich zu sehen. Komm doch mal vorbei. Und ich bin nicht vorbeigekommen. Und als ich diese Nachricht gehört habe, das hat mir... Karat spielt aktuell ja noch und 80-90% der Titel, die sie spielen, sind von Ed Wilms. Und was ich auch feststellen kann, ist, dass bei den Konzerten doch auch immer wieder neue Gesichter zu sehen sind, auch jüngere Leute, die sich für diese Musik begeistern können. Und so bleibt zumindest die Hoffnung, dass diese Musik noch lange, lange gehört werden wird und Ed so ja, irgendwie auch immer noch bei uns bleibt.